Seid gegrüßt und willkommen zur 23. Episode meiner Prison Architect Islandbound Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Oh, ich könnte hier schon mal die Wasserversorgung hinsetzen. Ich glaube, ich muss das hier auch noch so durchziehen, so. Wahrscheinlich hätte ich auch einfach die kleinen Rohre nehmen können. Naja. Dum 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 dum. Achso. Dum dum dum. Dum 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 dum. So, was tut ihr hier? Achso, ihr könnt nicht duschen, aber ihr habt es versucht. Zumindest das hat ja, geholfen. Oder auch nicht. So, meine kaputte Zelle, genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Tabletten, 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 Tabletten. Ah. Patrouille, geh mal hier hin. Sagen Zelle durchsuchen. Holt ihn schnell. Aktion. Nehmt ihr doch bitte mit. Oh Mann. Kann ihn bitte jemand mitnehmen? Gut, da kommt einer. Oha, wie voll das da drin sein kann. Was hat denn er getan? Überdosis? Ach so. Schachtisch, okay. Ach so, hiervon. Schneller. Und das hier natürlich. Oh, ich bin negativ. Was habe ich denn getan wieder? Fehlt wahrscheinlich. Die Exporte fehlen. Wobei die Besserungsprogramme. Oh, oh, irgendwas habe ich da bestimmt wieder zu viel. Moment mal. Das hier ist bestimmt noch viel zu viel. Und ich könnte ja eventuell auch noch ein paar neue reinlassen. Eine hohe Sicherheitsstufe sind ja die hier. Mit den schäbigen Betten. Psychisch krank habe ich noch. Ach ja, sind da ein paar abgehauen. Ich würde sagen, ich nehme zwei psychisch Kranke. Noch auf. Anzahl pro Tag. Bestimmt nehme ich von den vier. Moment mal. Hier von ein. Hallo? So. Bei einer ist schon wenig. Moment mal. Normal habe ich ja sechs Plätze frei. Dann nehme ich auch die sechs. So. Mach es mal so. 4, 5, 6. 1 und 1. Genau, so wollte ich das haben. Obwohl. Ich nehme mal hier von 2 psychisch Kranke. Nur auf 9. Sind das hier noch 6? Ja. Einer. Nee, wir nehmen. Ach, wir nehmen noch einen auf. So. Die sollen wir. Ja, die, also die will ich jetzt haben. Eine Zelle mehr. Eine ist noch frei. Aber ich mache ja noch eine dazu. Nur die ist leer. Da, 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 da. No. Telefoniert. So. Ich habe echt Angst, dass die hier reinkommen und dann die umbringen. Eingeschränkter Zugang. Ja, hier würde ich auch so einen Raum reinmachen, glaube ich. Bewährungsraum. Aber ich überlege es mir noch. Das hier wollte ich ja noch zumachen.
Genau, ihr kocht alle fleißig. Sind hier wieder. Ist die Palme im Weg? Warum ist hier noch eine Kiste? Oh Gott, was macht. Er arbeitet? Er steht einfach nur hier rum oder läuft da rum? Was bringst du mir? Lass mal die Zeit mal etwas schneller durchlaufen. Lieferhubschrauber, der will nur wieder einsammeln. Da. 10 Arbeiter. Ja, ihr baut ja auch fleißig noch. Ich würde gerne noch einen Hausmeister einstellen, aber ich lasse das erstmal. Das läuft ja noch. Und wenn die hier fertig sind, mache ich das hier zum Gebäude. Das hier mache ich, glaube ich, auch zu. Ich glaube, ich schütte hier auch noch den Boden auf. Was ist denn das? Das kostet gar nichts, oder? Kann ich einfach einen neuen Boden erschaffen? Ach, jetzt kommt ihr hier hin bauen. Hoffe ich. Irgendjemand bringt was, okay. Das finde ich so toll, dass ihr arbeitet und die Sachen bringt. Ich könnte mal wieder nach den Bedürfnissen schauen. Erholung fehlt denen. Literatur. Oh. Habt ihr überhaupt eine. Moment mal, habe ich so eine Bibliothek? Heißt es Bibliothek? Bücherei heißt es hier, genau. Das ist ein Sicherheitsraum. Hier rein. Gerade keinen anderen Platz. Dann setzen wir hier mal ein paar Sachen rein. Wo ist denn das hier nach Raum? Ach, kommt schon. Oh, was mache ich überhaupt? Ich muss auch zu Objekten gehen. Dadadam. Nach Raum. Bücherregal. Kurz. Nee, wir machen ein großes Bücherregal. Sortiertisch. Da. Bücherregal kurz. Bücherregal. Geht das so? Hier will ich es hinsetzen und dann noch eine Tür rausnehmen oder so. Und die Tür dann raus. Und die Wand dann. Ey, ihr sollt nicht hier durch. Achso, ihr müsst da durchgehen. Die gehen. Oh. Aber. Okay, das habe ich. Aber warum? Häftling, Besucher. Irgendwas stimmt da nicht. Okay, dann kommt da eine Besuchertür rein. Du hast denn überhaupt 100. So, wie sieht's hier aus? Was macht er denn? Achso, er geht da oben hin. In die Werkstatt. Ihr baut hier immer noch. Aber das sieht doch gut aus, denke ich. Muss ich nachher gucken, wo hier noch was fehlt. Ist es dunkel hier drin? Naja. Wird schon funktionieren.
Wo ist das Besserungsprogramm? Das sollte hier sein, in seinem Büro, ne? Wo ist denn das nun? Kann echt mal hier aufgeräumt werden. Der geht einfach hier durch die Küche. Wo soll das Besserungsprogramm stattfinden? Hier oben? Oder doch hier drin? Ich lasse es jetzt mal schneller durchlaufen. Okay. 16 Häftlinge bereit für Bewährung. Okay, ich hätte das doch zu einem Bewährungsraum machen sollen. Dann kommt die Tür hier unten hin. Wobei, der Raum muss groß sein. 5 mal 5. Das wird passen, theoretisch. Gut, würde ich dann dahin bauen. Mach was so. Und die Tür kommt. Tür kommt. Hallo? So, wegmachen. Die kommt hier hin. Ich habe denen wieder viel zu viele Aufgaben gegeben. Wo ist die Uhr? Da. Bedürfnisse. Sieht doch gut aus. Luxusgüter, naja. Was fehlt denn hier bitte noch? Also außer... Hier sollte doch... Achso, Strom. Aber dann fehlt trotzdem irgendwie, keine Ahnung. (16) Häftlinge bereit für die Bewährung. Jetzt gehen die wieder hier durch und hauen ab. Habe ich das jetzt doch wieder... Ich will es ja nicht umstellen, dass es wieder kaputt geht. Ankommen. Häftlinge mache auch weg. Die sollen nicht hier ankommen. Das mal beobachten. Gemeinschaftsraum haben wir, dann wollte ich hier ja noch so einen Sportsaal bauen. So ein Boxring finde ich eigentlich eine ganz gute Idee. Wer kaut denn hier so laut? So. Laufbahn ist aber voll teuer. Hmm.
Was wollte ich denn hier machen? Frag mich auch gerade. Ich habe hier einen Gang und hier auch einen Gang. Ich hätte ja alles... Ach, ich bin so doof. Ja, das ist... Ja, das ist echt dumm. Ich meine, die Tür könnte hier hin. Aber ich lasse sie erstmal den Rest zusammenbauen. Oh, hier fehlt ein Wasserdings. Danach baut ihr die Räume fertig. Ja, und danach muss ich das hier verbessern. Ich habe echt keine Ahnung mehr, warum ich das hier so gemacht habe. Personal. Und hier wird es ja reichen, wenn hier ein kleiner Gang ist. Moment mal, ich muss das wieder planen. Also ein Einsergang oder Zweiergang? Geht nur Zweiergang. Ich kann es hier nur so aufteilen. Das hier für die Häftlinge. Besuchertür? Nee, brauchen wir nicht. Hier brauchen wir halt... Tür geheim. Oh, ich bin schon komplett durch. Leg gerade Besuchertür? Eigentlich ja nicht. Personal. Oh, das verwirrt mich jetzt nur noch mehr. Ah. Das ergibt keinen Sinn, was ich hier gemacht habe. Warum habe ich denn diesen Gang hier gebaut? Mann. Ich lasse es erstmal so. Irgendwas werde ich mir schon dabei gedacht haben. Ihr wart echt in dem Raum drin. Ihr seid ja witzig. Irgendwie verdienen wir immer weniger. Er unterrichtet und hier ist auch einer. Ah, uns fehlen die Maschinen, glaube ich. Okay, schauen wir mal weiter wegen der Arbeit. Irgendwie ist niemand qualifiziert, ne? Doch 6 Stück. Wir ziehen hier mal in der Wäscherei. Aber hier will eh keiner rein. Brauch echt mehr Häftlinge. Kommen mehr neue. Ich lasse die Zeit mal schneller vorbeischreiten oder voranschreiten. Jetzt gehen die Besucher doch wieder herein. Warum? Ich hab's doch ausgestellt. Verstehe das nicht. Wer hat hier Drogen? Oh oh, ich habe nicht aufgepasst. Oh oh. Oh oh. Warum lauft ihr wieder hier rum? Oh, das verstehe ich nicht. Okay, ihr habt keine Klos. Was steht ihr hier rum? Wo gehen die denn jetzt wieder hin? Aber der Sportraum ist doch noch gar nicht Turnmatte.
Turnmatte. Oh. Oh, und nicht angeschlossen. Udi. Das war ein kurzes Vergnügen. Der sieht ein bisschen verrückt aus. Ihr habt es fertig gebaut. Aber habt die Wand vergessen. Dann baut er als nächstes das Ding hier fertig, ne? Hoffe ich mal. Genau, Schlafenszeit. Hier muss ich echt mehr machen. Das hatte ich ja schon mehrfach gesagt, glaube ich. Na, mehr pressen. Ich baue die Dinger jetzt auch hier rein. Ich habe das Gefühl, dass es falsch rum alles ist, aber naja, habe ich ja immer irgendwie. Und nochmal sägen. Dann brauche ich natürlich auch. Oh, ist ja schon alles mit Stroh. Oh, nee. Muss ja noch so. So. Und so, und das hier sollte verbunden sein. Ihr habt mit den Wänden angefangen, aber... Naja. Okay, angefangen, aber nicht weitergemacht, okay. Wäre echt cool, wenn mal einer aufräumen würde. Aber das Ding ist halt, es schlafen alle. Viel besser, wenn die so mehr Freiraum haben. Gut. Aber wie es hier noch weiter aussehen wird, seht ihr in der nächsten Episode. Wenn euch die heutige gefallen hat, könnt ihr sie natürlich gerne bewerten und einen Kommentar dazu lassen. Und um zu sehen, wie es hier halt weitergeht auf der Insel, solltet ihr meinen Kanal abonniert haben. Bis zum nächsten Mal.